Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Big Ambitions hier bei mir beim Opa und es geht weiter. Genau. Es ist 0.18 Uhr, wir sind müde, wollten ein paar schlafen gehen. Ich gucke mal ganz kurz nochmal hier rein. Bevor wir das tun, hier ist alles in der Ausbildung, das ist gut. Dann haben wir hier, was ist im Café Knusperhaus, was ist hier los? 12 Donuts. Sollten wir mal die Preise erhöhen, wenn es auch hier, ja, Preisstellung 100%, da können wir auch schon was tun, ne? 3,4, knallen wir mal überall ein bisschen was drauf. Und ja, wir werden dann auch demnächst anfangen, das zweite Vertriebszentrum hier aufzubauen. Das soll heißen, wir haben hier zwei Einkäufer, die nicht zugewiesen sind. So, nee, das sind Logistiker. Wir haben zwei Logistiker, die nicht zugewiesen sind. Wow. Einkäufer haben wir. Achso, sind in Ausbildung, genau. Der kauft die Klamotten, das ist auch gut so. Alle drei Tage richtig gut und das läuft auch super. So, wir haben, was wir noch bauen werden, ist ein Lebensmittelladen, auch ein Riesenteil. Da wird es sich auch lohnen, hier, ja, den Einkäufer muss ich gucken. Ich kann dem ja auch trotzdem sagen, dass der das andere Vertriebszentrum benutzen soll, wenn das hier zu klein wird. Okay, gut, das war aber nicht alles, was ich gucken wollte. Der Fresstopf scheint zu laufen. Genau, wir haben hier bei Preise 4. Sind wir aber günstig hier, ne? Wie ist die Preisgestaltung? 58%. Warum? Lassen wir aber. Lassen wir, wie es ist. So, wie sieht hier die Auslastung aus? Eigentlich ganz gut. Ja, wir könnten hier tatsächlich auch noch ein... Ja, wir brauchen Leute. Wir brauchen Dienstleistungs... Leute. Von heute. So, Sauberkeit ist okay. Der Florist, was fehlt hier? Teure Blumen. Ach ja, hier werde ich... Genau, da muss ich gucken. Da kann ich, glaube ich... nochmal. Einkäufer. Kann ich hier Blumen kaufen? Nee, hier gehen nur Futterwaren. Und hier gehen nur Klamotten. Also, das wäre jetzt die nächste Sache. Blumen. Zigarren und Wein, da bräuchten wir Einkäufer für. Was auch kein Problem sein sollte. Vertriebszentrum 2. Wir haben noch kein Fahrzeug. Also Slot 1, Slot 2. Also Slot 2 hat doch ein Fahrzeug. Moment, Moment. Stopp, 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 stopp. Nochmal. Vertriebszentrum 2. Ach, der wird benutzt beide, ne? Ja, okay, wir brauchen trotzdem nichts allem. Katie Davis. Wer ist Katie Davis? Achso, die haben wir auch noch. Quatsch, war jetzt verwirrt. Also, ein Einkäufer für... Ne, Logistikmanager, stopp. Neues Ziel. Also,
Neues Ziel wäre dann. Krimskrams. Papiertüten können wir auch bis 1000, teures Geschenk 1000 und 1000. Ist natürlich alles leer im Moment. So, Ziel 2 wäre dann Bloomingdale's, genau. Preiswerte Blumen, Papiertüte auch. 1000. Ist ja ein kleiner, sind ja kleinere Läden, da können wir ruhig das machen, ne? So, morgen werden wir, sobald wir einen Einkäufer haben, werden wir das auch in die Wege leiten, weil im Moment passiert hier gar nichts. So, ein weiteres Ziel. Ja, hier haben wir Fresstopf-Klamotten, da könnten wir auch noch den. Geht noch ein drittes, ne? Diamond. Preiswerter Schmuck. Da können wir ruhig auf 10 lassen. Und teurer Schmuck bleibt auf 1. Papiertüten. Tausend. So. Ja. Wir haben alles vorgerüstet. Wir müssen eigentlich nur noch einkaufen. Ich glaubte aber, dass wir naja, hier gibt es nur Lebensmittel und richtig, wir müssen also gucken, dass wir die das anleiern, ne? So, wie sieht das hier aus? Kundenservice, Preisgestaltung lassen wir mal so. Noch mal kurz hier rein. Gut, der hat miese gemacht, weil es war Sonntag, ist klar. Der muss sonntags auch noch aufgemacht werden. So, hier bringt man hin schon 2,8. Krimskrams ist jetzt Knusperhaus 5,10 Euro. Dollar. Weißtopf immerhin, Bloomingdale's Tabak. Ja, kleinen Laden, ne? Kleinen Läden. Gut, erledigt. Hier ist auch erledigt. Wir gehen in die Pennbude. Und das Erste, was wir morgen früh machen, ist hier frische Lebensmittel einkaufen. Der macht um 7 Uhr auf. Genau, das waren die Einnahmen zum Montag, vom Sonntag, die waren nicht so besonders hoch. Wir schwingen uns ins Auto und fahren Lebensmittel einkaufen. Wenn ich das jetzt nicht mache, habe ich nachher wieder keine mehr. So, wir haben 283.000. Ab einer halben Million, ja. Halbe Million ist der Punkt und da. Hier kostet es, glaube ich, Parkgebühren, ne? Ja. Halbe Million ist der Punkt, wo ich sage, okay, der nächste große Laden wird aufgebaut. Aber wir müssen jetzt erstmal. Gerade so ein Brummen im Ohr, das kommt tatsächlich hier aus dem Laden. 10. Alles klar. Machen wir ins Auto. Eins nehmen wir. So, City. Ja, okay. Erstmal da rein. Und wir nehmen noch eine Packung. Wir testen erstmal, wie viel reingehen. Kühlschrank. Also 10. So, ich kaufe noch eine Packung. Ich will wissen, wie viel in den Kühlschrank passen. Genau, so, da bin ich gespannt. Ja, also Prinzip ist klar hier. Kohle ist recht gut zu verdienen. Gegessen haben wir. Ja, gut. Da
verpackt man den Rest in den Kühlschrank. Das sind 29. So. Parken und Massaker. Können wir keine Papiertüten? Oder? Können wir Papiertüten und die Sackkarre drauf machen? Ach, sicher können wir das. So, jetzt wird der Kühlschrank hier mal gefüllt, ne? Mal gespannt, wie wir reinpassen. Geht das so? Ne. Okay, gut. Das ist doch gut. Gut, was gibt's hier? Personal. Es gibt Personal. Wir haben einen Personalleiter eingestellt. Haben wir den schon? Nehmen wir mit. Ich weiß noch gar nicht, ob wir einen brauchen. Hauptfähigkeit. So, da muss ich gucken. Anwalt. Anwälte haben wir auch keine mehr. Müssen wir auch mal wieder gucken. Auslieferungsfahrer haben wir zwei noch da rumlungern. Einkäufer sind in der Ausbildung im Moment. Also die sind auch in der Ausbildung, ja. Gut, Kundendienst. Wir haben noch vier Kundendienstler in der Ausbildung. Das ist gut. Power Tower. Das ist Personalleiter. Den müssen wir dann noch einbauen. Keine Aufgabe, also kein Bock. Entschuldigung. Dann haben wir noch zwei Reiniger. Wir haben gar nichts mehr. Gut, viermal Kundendienst, das reicht ja auch nicht. Ich muss noch Kundendienstler einstellen. Personalleiter, ist das der, den wir gerade... Ja, 31%, da brauchen wir gar nicht anfangen. Der muss erst hoch. Okay. So, wie viel haben wir? Also, wenn die ja angerufen haben, dann sind sie ja da. Wir brauchen Leute. Geht gar nicht anders. Stopp, wir sind jetzt im Falschen. Da müssen wir. Ihr braucht Kundendienst. Nice Clothes braucht Kundendienst. Ja, nee, komm. Komm. Die dürfen ruhig auch mal. Hier. 5, 6. Wir haben überall noch Defizite. Da können wir die Läden auflassen von morgens bis abends. Ne? Und können uns dann die Besten immer noch aussuchen. Zack. Bitte wählen Sie eine Fähigkeit. Natürlich. Kundendienst. Brauchen wir noch Reiniger? Ich bin nicht sicher. Anwälte brauchen wir noch. Ah, war ich vorhin doch nicht so. Kehrt hier. Anwälte brauchen wir noch. Haben wir ja jede Menge jetzt. Recht und Ordnung. Anwalt. Lassen wir auch mal. Nehmen wir auch mal vier Stück. So, jetzt läuft's aber, ne? Gut, wir müssen nochmal telefonieren mit dem Großhandel. Marketing ist das da, United Ocean, warte mal was. Wie hieß der jetzt nochmal, der Laden, der das, Blumen und Zeugs da vertreibt. Guck mal kurz rein. Das ist die Bekleidungsgeschichte. United Ocean ist... Ah, da haben wir es.
United Ocean. Blume, Wein, Zigarren, Schmuck, Geschenk. Teurer Schmuck. Was wieder? Hier haben wir alles. United Ocean Imports, so heißt das Teil. United Ocean Import. Anrufen. Neue Partnerschaft. Wir nehmen als Einkäufer. Wir haben keinen. Ne? Ach, wir haben noch gar keinen. Die sind noch in der Ausbildung. Einkäufer, Ausbildung, Ausbildung. Ja, okay. Und das könnte auch noch eine Weile dauern, weil die sind ja noch wirklich in einem katastrophalen Zustand. War ich wohl etwas früh. Kaffeemaschine. Das auch noch. Sauberes Arbeitsumfeld. Ah, da war auch noch was. Das machen wir mal sofort. Power Tower. Lass mal gucken. Gab im Power Tower keine Reinigungsstation, oder? Nee. Das werden wir mal sofort ändern. Die gab es aber nur oben im Laden. Ui. Jawohl. Okay. Reicht mir eine. Ja, komm. So, was ich noch mal gucken wollte, ich glaube Bloomingdale's hatte nur zwei Regale. Ich würde da gerne noch zwei Regale reintun. Also vier. Das bringt mir zwar, glaube ich, jetzt nicht so viel. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Ich habe nämlich in dem Krimskramsladen auch diese Menge drin. So, und dann gucke ich mal, ob ich es. Boah, das wäre natürlich ein Riesenrisiko. Ein richtig großes Schmuckladen aufzumachen irgendwo. Irgendwo im Nobelviertel. Ist natürlich, wie gesagt, das ist nicht ohne. Weil das kann es ja nicht sein, dass das nicht. Hier ist Geschenke-Fritz, Krimskrams, genau, Bloomingdale's. Da haben wir doch, glaube ich, nur. Genau, das werden wir hier mal ein klein bisschen umstellen. So, wir stellen die Blümchen hier hin. So, genau. Moment, die Einkaufskörbe kriege ich die jetzt so zu greifen. Ja. Okay. Stell mal ganz darunter. Oho, oho. Da ist es schmutzig. Nee. Das geht immer noch nicht. Wir müssen gucken. Dass wir hier den hier in die Mitte. Wir den hier hinbekommen. Und
den. Hier hin. Null. Wir haben keine Blumen mehr. Oh ja. Ja, das ist natürlich nicht gut. Abgerundetes Regal. Das sieht hier aus wie ein Sau. Geht das hier wegen dem Klo? Wegen der Toilette. So. Ja, das hier auf zu husten. Willst du mir sagen, dass er krank ist? Ich glaube, es geht los. Ja, ist eigentlich zu viel, aber ist egal. Müssen wir das Ding natürlich auch füllen. Und vielleicht mal ganz kurz hier durchfegen. So wirklich sauber hier. Ich glaube, für die haben wir auch Leute eingestellt für den Laden hier. Ne? Sehr gut. So, was haben wir hier noch? So, dann mache ich mal preiswerte Blumen rein. Es sind zwar kaum noch welche da. Da haben wir noch preiswerte, da haben wir teure. Haben wir ein bisschen durcheinander, macht aber nichts. Das heißt, wir sollten mal Blumen, unseren Blumenladen versorgen. Da haben wir also etwas geschludert mit dem guten Stück. Uhr. Genau, die Reinigungsstation, die muss noch in den Power Tower. Power Tower war hier, ne? Ja. Fahren wir dran vorbei. Kann man Rückweg machen. Fahren ganz schnell einkaufen. Ja, ich bin hier eigentlich falsch, aber gut. Kommt jetzt auch keiner hier rein, ne? So, noch eins und noch eins. Und da sind wir schon. So, ja, 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 ja. Valerie und Valera. Okay, damit wäre auch der Tag wieder gerettet. Fast. Oha, jetzt haben wir es. Teure Blume. Ja, Blumen kaufen wir jetzt mal eine richtig große Menge. Hier müssen wir jetzt gucken. Ne, da müssen wir nicht gucken. Hier müssen wir gucken. Aufgabe. Keine Aufgabe. Auslieferungsfahrer sind wir jetzt wo? Bei 90, dann kriegt die noch einen nahezu 100. Skredl. Das gleiche. So, dann haben wir noch einen Reiniger. Oh, 40, schnell kommt er. Können wir nicht lassen. Ja, das geht natürlich auch nicht. Die sind alle noch sehr ...47, ja, das bringt nichts, ne? 46. Ja, einen Einkäufer brauchen wir. Den 59er, den werden wir nochmal hochpushen. Ja, jetzt, ich muss die erst hochschrauben. Den werden wir einsetzen, die in Power Tower. Und kriegt ja einen feinen Anzug, hat die irgendwelche, ja, die hat das saubere Arbeitsumfeld, ist aber abgehakt, das ist gut. Aber sonst braucht die nichts, ne, da kriegt die ganz normalen Arbeitsplatz. Hier haben wir einen Chefschreibtisch, Standard. Büro,
Da kommt die dahin. So. Genau, dann gehen wir auf Einkäufer. Kein Vertrag. Die kriegt jetzt aber einen. Nein, kriegt sie nicht. Kann jetzt nicht mehr telefonieren. Ne? Tick zu spät. Ja, 16 Uhr nur. Gut, macht nichts. Doch, macht was. Hätte können ein bisschen früher sein, wäre es besser gewesen. Egal. So, teure Blumen. Ja, das Blumenladen mal richtig vollknallen. Teure Blumen sind nur 25. Dann nehmen wir davon ein paar mehr mit. So, jetzt sollte er eigentlich voll sein, denn 12, 19, 20, genau. So. Gut. Ja, Zeit ist ja eh schon fast wieder oben. Wir machen die Blumenladen noch fertig und dann fahren kurz oben am Power Tower vorbei, um da eine Reinigungsstation aufzubauen. Ja, ich freue mich hier drauf. Da soll es ja möglicherweise noch ein paar Patches geben und ein paar Erweiterungen. Mal gespannt, was ich so gelesen habe. Eins zu früh. Egal, wir fahren jetzt. Kommt, bring mal eben so rüber. Egal. Na, egal ist es nicht. Das ist doch ein ganz schöner Weg. Der Power Tower. Okay, wir haben hier tatsächlich keine Reinigungsstation. Hier steht, glaube ich, noch ein Stuhl rum. Brauche jetzt nur noch eine Reinigungskraft rein und dann, Entschuldigung. Und dann läuft der Laden. So, wir versorgen noch einen Blumenladen und dann switche ich in die nächste Folge. Überlegen hier oder da hoch. Naja, nächste. Hoppla. Nein. Wartest jetzt. Ich will hier rückwärts einparken. Fast perfekt. Stehen. Ah, bum 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 bum. Blumendels. So, was habe ich in der Hand? Preiswerte Blume. Preiswerte Blume. Machen wir da rein. Und da rein. Und nehmen den Sacker mit. Ja, ich habe ein bisschen durcheinander, aber es macht nichts. Die sollen gucken, dass sie da klarkommen, ne? So, wo parken wir denn da? Einundzwanzig. Dum, 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 dum. So. Was haben wir jetzt? Preiswerte immer noch. Und wir brauchen noch eine. Hier haben wir drin teure und definiert Preiswerte. Zack. So, die kommen dann ins Lager. Und da haben wir ja auch Lager genug Platz. Ne? So, die anderen drei Regale werden mit teuren bestückt. Ist das zwar nicht ganz symmetrisch. Schon mal eine Sackkarre, ja.
So. Hier. Ja, und ich werde die Läden hier nicht aufgeben, weil das sind die Läden, mit denen ich das Ganze hier begonnen habe. Das war der Grundstein unserer Karriere hier, ne? Also wäre es doch falsch, die zuzumachen. Das wäre doch der Hohn, ne? Gegenteil, wir haben jetzt noch ein bisschen erweitert. Bringt uns zwar jetzt nicht so viel, aber wir haben immer genug da. Also wir können einiges hier reintun. Sobald das jetzt mit dem Einkauf läuft, dann werden die auch versorgt hier. Ne? Dann ist das alles autark und wir können weitermachen. Wir haben Zeit für Größeres. Noch größer. Ja, nächstes Ziel ist ein Juwelier irgendwo im Nobelviertel in einer adäquaten Größe. Muss mal gucken, ob ich die kleinen Juweliere hier dann, die Läden mache ich dann wahrscheinlich dicht, weil die haben definitiv nicht dazu beigetragen, dass wir so weit gekommen sind. So, sehr gut. Damit ist der Laden erstmal wieder versorgt. Warum habe ich hier so viele Lager drin? Das ist ja schon... Na ja, gut, macht nichts, wenn man nachher das... Papiertüten. Aber da waren doch noch welche. Papiertüten muss ich einkaufen. Habe ich vorhin gar nicht dran gedacht. 1300. Ach ja. Ach, die hat sich schon. Guck mal hier. Hat sich jetzt gerade gefüllt. Ist ja ein Ding. Erledigt. Gut. Lieferung von Nice Clothes. Das ist gut, das sollte bedeuten. Achso, was haben wir an Geld bekommen? 114. Wir sind bei 385 wieder. Das ist gut. Ja, wir kaufen im Moment viel ein, deswegen ist der Gewinn. Ja, das sieht doch sehr gut aus hier. Preisgestaltung. Ja, Kundenservice ist noch nicht so gut, weil wir noch Personal nicht haben. Personal, gut. Innenausstattung ist auch noch nicht hundertprozentig. Trotzdem hat er uns 80.000 beschert und das mit zwei Leuten im Moment. Hier war er wieder richtig aktiv. 2,37. Unglaublich. Ich verstehe das nicht, ne? Ja, aber ist halt so, ne? Nicht zugewiesen, alles in Ausbildung, jawohl. Okay, damit sind wir eigentlich durch für heute. Danke mich schon mal fürs Zugucken. Ich guck mal noch kurz hier rein, aber ich glaube, hier haben wir alles safe. Ah, da kommen, ja, der kriegt auch noch, der kriegt auch noch. Ja, muss nicht unbedingt, aber vielleicht zwei Regale dabei. Das ist nicht unbedingt notwendig, ne? Gut, wie dem auch sei, bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, euer Opa.